Hallo Leute, hier ist wieder der Jens und heute möchte ich euch etwas Atemberaubendes zeigen. Ich habe letztens jemand auf YouTube gesehen, der hat sowas gebaut. Ich baue das jetzt einfach mal ganz schnell nach und dann später erzähle ich euch, was das zu bedeuten hat. Redstone. Gut. Ich habe es jetzt fertig gebaut, es fehlen nur noch die Knöpfe. Und jetzt erkläre ich euch, was das Ganze soll. Dieses Ding ist eine Memory Cell, also auf Deutsch Erinnerungszelle. Wenn dieser Knopf gedrückt wird, geht diese Lampe an und sie bleibt an. So lange, bis man diesen Knopf drückt, um die ganze Sache zu deaktivieren. Das schauen wir uns einfach mal an. Wir drücken jetzt den Knopf. Oder auch nicht. Eine Sekunde. Kurz was überlegen. Eine Sekunde bitte. Ich muss das nochmal ganz, ganz kurz überdenken. Oh. Ich bin eine Nuss. Entschuldigung. Ich bin auch nur ein Mensch. Okay, also diese Fackel ist jetzt so lange an, bis hier gedrückt wird. Dann geht's hier aus. Ich habe hier gerade was vertauscht. Ich müsste jetzt hier noch eine Überleitung hinbauen. Na gut, machen wir das nochmal schnell. So können wir es machen. Nein. Oh. Nicht gerade so geil. Ja. Das Meer Lava sollte gerade nicht passieren, aber es ist auch egal. Gut, dann deaktivieren wir das nochmal. Und jetzt machen wir es mal an. Und ihr seht, die Fackeln gehen an. Soweit, so gut. Wird es drauf gedrückt, gehen die Fackeln wieder aus. Ich erkläre euch das jetzt. Also wenn man das hier aktiviert, dann geht diese Fackel aus durch den Strom, der hinzugefügt wird. Dadurch geht diese Fackel an, weil durch diese keine Energie mehr übertragen wird. Wenn diese Fackel dann letztendlich ausgeht durch die Energie, die durch diese Fackel übertragen wird, geht auch das hier aus und diese Fackel an, weil keine Energie mehr zugeführt wird auf diese Fackel. Wenn diese Fackel angeht, wird der Kreislauf geschlossen. Also hier fließt Strom lang und dieser Strom wird auf die wieder übertragen und dadurch bleibt die permanent aus, da das nur eine kurze Sequenz ist, wo die mal kurz ausgeht. Gut, wird es aber dies gedrückt, dann passiert eigentlich das genaue Gegenteil. Naja, nicht genau das Gegenteil, aber lass mich einfach mal erklären. Diese Fackel geht aus. Wenn die Fackel ausgeht, wird hier keine Energie mehr auf die zugeführt und die geht an. Wenn die wieder angeht, wird hier wieder Energie zugeführt und der geschlossene Kreislauf wird wieder gelöst. Also drücken wir jetzt einfach mal hier drauf. Hier, ihr habt gesehen, es wird nur kurz Energie zugeführt, aber der Kreislauf ist geschlossen. Drückt man jetzt hier drauf, dann
Hier, ihr seht. Gehen die wieder aus. Okay, ich habe mich damit ein paar Tage beschäftigt und habe mir was viel kompakteres überlegt. Gut. Ich platziere mir noch einen Knopf hier dran und einen Knopf hier dran. Und jetzt können wir etwas beobachten. Wird hier Energie zugeführt, geht die aus und die geht an. So lange, bis hier an dem Knopf gedrückt wird, um den Kreislauf als wieder zu öffnen. Ihr seht. Wenn ich es hier drauf drücke, geht die andere wieder an. Ist genau dasselbe Prinzip, nur wesentlich kompakter. Also bauen wir jetzt mal hier wieder ran und nein, falsch. Gut. Und das hier drauf gedrückt, geht es an. Wird hier drauf gedrückt, geht es wieder aus. Ganz einfacher Kreislauf. Also ihr seht, ich habe es wesentlich unkomplizierter geschafft. Aber ich muss sagen, das ist echt eine übelst geile Idee, eine mega krasse Konstruktion. Danke fürs Zuschauen. Das erste Mal alles von mir, Jens. Please rate, comment, subscribe and watch my videos. Tschüss.